Für Mitsu Shimoji beginnt ein neuer Morgen. Es ist ihr 33.700. Lebenstag auf Miyako, einer kleinen Insel im Süden Japans. Miyako gehört zur Okinawa-Inselgruppe, dem Landstrich auf der Welt, wo die Menschen am ältesten werden und dabei meist gesund bleiben. Pinpin, gesund, dass sie wie Bälle springen, so nennt man hier liebevoll die hochbetagten Lebenskünstler. Schon am frühen Morgen sieht man sie überall ihr Tagwerk beginnen. Koso Kawamitsu steht immer um 6 Uhr auf. Denn nach der Morgengymnastik wartet seine Arbeit auf ihn. Auch noch im ersten Jahr nach seinem 100. Geburtstag. Seit über 75 Jahren lebt Koso Kawamitsu mit seiner Frau Yuki, die er, wie in Japan üblich, respektvoll Yuki-san nennt. Zieht doch die alten Schuhe aus. Ist jetzt fertig. Die 99-jährige Yuki-san war immer Hausfrau. Drei Söhne und zwei Töchter haben die beiden. Die Söhne arbeiten auf einer anderen Insel. Die Töchter leben in der Nachbarschaft. Hefetechen nimm. Trink mal deine Milch. Früher, als es noch keine Autos auf der Insel gab, hat Koso-san Pferde gezüchtet. Jetzt sind es die Rinder, denen sein Leben gilt. Sechsmal am Tag umziehen. Auf dem gleichen Klappstuhl neben dem alten Fahrrad. Das gleiche alte Hemd, die gleichen abgenutzten Galoschen. Wiederholung gibt Koso-sans Leben Rhythmus. Ich bestimme immer selbst, was ich am Tag tun werde. Ich plane den Ablauf genau, womit ich anfangen muss, was ich danach mache und wie es weitergeht. Jetzt gehe ich wieder Kühe versorgen, füttern, Gras schneiden, den Stall ausmisten und so. Koso-san besitzt drei Kühe und zwei Kälber. Täglich, 365 Tage im Jahr, muss er sie versorgen.
Durch den Verkauf der Kälber verdient er etwas zu der auf Miyako üblichen mageren Rente von umgerechnet 400 Euro hinzu. Aber vor allem, er bleibt in Gang. In der Weberei von Mitsu Shimoji. Sie hat vor 2 Jahren noch einmal einen mutigen Schritt gewagt. Mit 90 Jahren machte sie eine Lehrwerkstatt für die Herstellung des berühmten schwarz-blauen Miyako Jufu auf. Der Miyako Jufu ist einer der exquisitesten und kostbarsten Kimono-Stoffe Japans. Zuvor hatte sich Mitsu-san das dritte Mal das Bein gebrochen und war für 8 Monate in einem Pflegeheim. Mancher hatte sie schon aufgegeben. Dass sie eine couragierte Frau ist, hat Mitsu-san schon früher bewiesen. Sie hat ihre 5 Kinder in einer schwierigen Zeit allein großgezogen. Ihr Mann ist im letzten Weltkrieg gestorben. Mitsu-san ist eine der wenigen, die die traditionelle Technik der Herstellung des Kimono-Garns, des Färbens und des Webens noch kennt. 3 Jahre braucht man so für den Stoff eines Kimonos. Dabei entsteht das Muster durch die genaueste Anordnung des abschnittweise gefärbten Garns. Mittlerweile hat Mitsu-san 6 Studenten. Ich war schon alt. Ich habe mich gefragt, ob ich solche große Verantwortung tragen kann. Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht. Ich hatte auch schon schlechtere Augen wegen meines Alters. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Aber jetzt wird meine Studentin endlich sehr gut. Sie hat seit 1 Jahr hier gelernt. Sie kann bald nach Hause gehen. Nach und nach kommen so viele neue Studenten zu mir. Ich dachte, das ist eine schwere Arbeit. Aber trotzdem macht es viel Spaß und ist auch gut für meine Beine. Ja, ich arbeite mit Spaß. Auf Miyako kümmert sich eine besondere Abteilung des Sozialamtes um die Alten. Kyoko Tomiyama leitet den Außendienst und sorgt dafür, dass die alten Menschen möglichst lange zu Hause leben können. Das ist besser für sie und verursacht weniger Gesundheitsausgaben. Besonderes Augenmerk legt Tomiyama-san auf die alten Menschen, die nicht mit jüngeren Familienmitgliedern zusammenwohnen. Die besucht sie und prüft, ob sie sich noch alleine versorgen können, ob sie die Arbeiten im Haushalt schaffen oder etwa Hilfe und Pflege benötigen. In Okinawa ist es so, je älter man wird, desto mehr Erfahrung und Weisheit hat man. Zum Beispiel, wenn ein Fest gefeiert wird, dann organisieren das die alten Leute. Die
Wir haben die Tradition, einer alten Frau und einem alten Mann großen Respekt zu zollen. Ich selbst habe auch großen Respekt gegenüber meinen Großeltern. Alle Leute, die hier leben, denken, es sei schön, älter zu werden. Guten Tag. Hallo, Herr Kawamitsu. Ich komme rein. Angenehm, Sie zu treffen. Ich bin vom Amt, von der Abteilung für Senioren. Wir kümmern uns um die alten Leute auf der ganzen Insel Miyako. Ich heiße Tomiyama. Sehr angenehm. Es ist sehr schön, wenn man glücklich zusammenleben kann, auch wenn man schon so alt ist. Aber kein einziger unserer Söhne wohnt hier auf Miyako. Ach so. Sie hätten es gern, dass wenigstens ein Sohn hier wohnt. Wir zwei könnten dann zusammen die Felder bestellen und Kühe züchten. Aber Sie sind doch so gesund. Naja, es ist nicht immer schön, wenn man so alt wird. Aber Sie können doch Ihre Frau nicht allein zurücklassen. Ich will den Kindern nicht zur Last fallen. Aber wenn Ihre Frau allein bleibt, wäre sie einsam. Nicht, Herr Kawamitsu? Nicht, Mütterchen? Hier ist meine Karte. Verzeihung, dass die Schrift so klein ist. Vielen Dank. Bitte leben Sie noch gesund zusammen, bis auch Sie 100 sind. Ja, einverstanden. Wenn man 97 wird, nennt man dieses Alter hier Kajimaya. Es kommt nach dem 88-Jahre-Jubiläum, dass man Tokachi, die grüne Zeit, nennt. Also, es heißt, wenn man 97 wird, dann kehrt man wieder zur Kindheit zurück. Man genießt den Rest seines Lebens mit dem Gefühl eines Kindes. Deswegen feiern wir alle zusammen Kajimaya. Das ist hier Tradition. Seitoku Sugama ist 101 Jahre alt. Er war noch nie ernstlich krank. Seitoku-san ist Sanshin-Gitarrenbauer. Dieses traditionelle Instrument ist typisch für die Musik der Okinawa-Inseln. Vor einem halben Jahr hat Seitoku-san seinen Laden und seine Wohnung in der Stadt aufgegeben und ist zur Familie seines Enkels gezogen. Seitoku-sans Frau ist vor 7 Jahren im Alter von 93 gestorben. Bis zuletzt hat er sie zu Hause gepflegt. 2 Kinder haben die beiden großgezogen. Ich fühle große Dankbarkeit, dass ich hier bei meiner Familie leben kann. Eigentlich sind alte Leute ja eher hinderlich. Es ist bestimmt oft sehr schwer für meine Familie. Ich wurde vom Altenheim nicht angenommen, obwohl ich genug Geld hatte. Ich habe den Direktor gebeten, mich zu nehmen, aber der Direktor hat gesagt, du bist zu gesund, ich nehme dich nicht. Immer noch gibt Seitoku-san Sanshin Unterricht. Einer seiner Schüler holt ihn dazu 2-mal pro Woche ab. Glücklich, unglücklich? Was heißt denn glücklich? Viel Geld zu haben? Und wann war ich am glücklichsten? Ich war nie außerordentlich glücklich. Zum Beispiel habe ich nicht im Lotto gewonnen oder so. Aber dennoch bin ich eigentlich immer glücklich. Ich brauche kein besonderes Glück. Wozu brauche ich einen Schatz, wenn doch mein Herz glücklich ist? Wenn jemand einen Streit mit mir anfangen will oder einen Fehler macht, sage ich ihm trotzdem Dankeschön. Dann ist er immer überrascht und bittet mich um Verzeihung.
dann nur am Weg. Musik ist Seto Kusans Ikigai, seine Lebensquelle. Das, was ihm das Leben lebenswert macht. Ikigai, weiß man hier, ist einer der wichtigsten Faktoren für ein langes Leben. Musik ist mein Leben. Wenn ich spiele, dann macht das Leben eine Pause und wartet auf mich. So gewinne ich ein bisschen Zeit. Wenn ich eine Stunde musiziere, dann gewinne ich eine Stunde Leben. Mein Körper stoppt einfach. Wenn ich Musik mache, dann wird das Leben immer länger. Die Arbeiten auf seinem Hof sind das Ikigai des Rinderzüchters Kososan. Kososan wird gebraucht. Er darf sich nicht ausruhen. Sich anstrengen ist sinnvoll. Jeder gelebte Moment hat Wert. Mit seiner Frau Yuki-san hat er 5 Kinder großgezogen, 18 Enkelkinder willkommen geheißen und vor kurzem seinen ersten Ururenkel ungläubig im Arm gehalten. Es ist doch klar, dass ich sie als Ehefrau liebe. Es hat keinen Sinn, es ist dumm, wenn ein Ehepaar sich trennt. Man sollte bis zum Tod miteinander sprechen und zusammenleben. Das ist besser. Was soll ich sagen? Vielleicht beschreibe ich ihn zu schön, weil er doch mein Mann ist. Er ist ganz bestimmt kein schlechter Mensch. Nein, er ist wirklich ein guter Mensch. Das ist er. Manchmal denke ich, ein zu langes Leben ist auch nicht so gut. Wenn man ganz alt ist, dann wird man nicht mehr so beachtet. Ich denke, 90 Jahre wären auch genug, oder? Rund 50.000 Menschen leben auf Miyako. Ein wichtiger Wirtschaftszweig ist der Zuckerrohranbau. Die jungen Menschen ziehen weg. Die Arbeit in der Landwirtschaft ist für sie nicht attraktiv. Jeden Tag kommt Mitsusans jüngere Schwester in die Kimono-Werkstatt, damit sie nicht den ganzen Tag allein in ihrem Haus bleibt.
Sie ist 89 und sieht und hört inzwischen schlecht. Das muss andersrum sein. Ich weiß nicht. Es war wohl so um die 70 rum, da habe ich mich zum ersten Mal alt gefühlt. Ja, Annika, 69 Als ich 69 war, da habe ich mir ein Bein gebrochen. Ab da war es anders. Bis dahin habe ich immer bis spät in den Abend gearbeitet. Dann kam ich ins Krankenhaus, wegen des gebrochenen Beines. Und danach, da habe ich mich alt gefühlt. Aber trotzdem wollte ich wieder arbeiten, sonst wäre es ja nicht weitergegangen. Meine Kinder hatten ja ihr eigenes Leben. Und auch ich hatte mein Leben und meine Aufgabe. Deswegen habe ich alleine ununterbrochen daran gearbeitet, wieder laufen zu können. Und so bin ich jetzt hier. Mitsusans Sohn ist Fachmann für die Herstellung traditioneller Stoffe und leitet die örtliche Weberunion. Seine Enkelin Yumino kommt gelegentlich in die Werkstatt und schaut bei den Arbeiten zu. Heute bereitet er einen Färbesud aus Holz und Rinde. Das ist bestimmt heiß. Fast wie schwarzer Tee. Das wird dann hinterher so. Am Nachmittag kann Mitsusan nicht arbeiten, denn ein Taifun kommt direkt auf die Insel zu. Zwei Tage lang erliegt das Leben auf der Insel. Am dritten Tag zeigt sich dann wieder das erste Himmelblau.
Langsam ist bei der Familie von Setoku-san der Kühlschrank leer. Ich gehe jetzt mal einkaufen. Was Naoko Sugama nicht auf dem Markt findet, kauft sie im Laden von Fumi Ishimine. Guten Tag. Fumi Ishimine ist stadtbekannt, weil sie mit 102 Jahren immer noch ihr Geschäft führt. Jeden Tag öffnet sie um 7 Uhr morgens und schließt um 9 Uhr abends. Nur ihre Beine machen nicht mehr so mit. Natürlich arbeite ich weiter. Wenn es möglich ist, arbeite ich, bis ich 200 bin. Keine Sorge, weil ich einen klaren Kopf habe. Keine Sorge. Ein wichtiger Faktor für das lange Leben auf Miyako sind auch die hochwertigen Lebensmittel. Rund ums Jahr gibt es in dem subtropischen Klima frisches Gemüse und Obst aus der Region. Eine unendliche Vielfalt an Fisch, die Goya-Gurke und tausend andere leckere Zutaten lassen den Speiseplan der Inselbewohner besonders vielfältig, gesund und dabei kalorienarm ausfallen. Weil aber die Jüngeren meist Fastfood bevorzugen, gibt es Kochkurse, kostenlos. Hier, Schweinefleisch. Es muss gewürfelt werden. Und Seitan. Und grüne Bohnen. Die grünen Bohnen schneidet man in Stücke. So ist das ein bisschen schwierig zu essen. Deswegen schneidet man den Seitan klein. Zuerst die Flamme ausmachen und dann hier alles reinrühren. Was ist das hier? Shiitake-Pilze. Naoko-san bereitet heute für die ganze Familie ein köstliches Abendessen vor. Morgen ist der Festtag Keiro no Hi, an dem die Alten besonders geehrt werden. Da Naoko-san dann aber arbeiten muss, hat sie das Fest kurzerhand vorverlegt. Rohen Fisch gibt es, Tempura, frittiertes Gemüse und Eintopf mit Goya-Gurke. Ich mache auch Sashimi. Der Hund kommt immer zu mir, wohl weil mein Enkel ihn nicht gut behandelt. Das kommt, weil du ihn immer streichelst. Ja, genau so ist es. Setoku-sans Enkel ist Taxifahrer. Er und Naoko-san, seine Frau, sind die Hauptverdiener des Vier-Generationen-Haushaltes. Wenn der Abend kommt und die anderen Familienmitglieder beschäftigt sind, dann wandern Setoku-sans Gedanken in die Vergangenheit. Ich wurde verkauft, als ich 13 war. Meine Eltern und mein Onkel haben Geld bekommen. Als wir von dem Kimono-Händler zurückkamen, habe ich gemerkt, dass sie Geld hatten. Da wurde mir klar, dass sie mich für 2 Jahre an den Händler verkauft hat. Ich war ja noch jung. Ich selbst habe dort keinen Lohn bekommen. Und ich hatte nur einen Kimono, auch an Regentagen und an kalten Tagen.
In dieser Zeit war es nicht ungewöhnlich, dass Eltern ihre Kinder verkauften. Setoko-sans Familie war sehr arm. Er hat es ihnen nicht übel genommen. Bei Mitsu-san ist ihr Sohn fürs Kochen zuständig. Er ist geschieden und die beiden leben zusammen. Oft kommt die Verwandtschaft zum Essen. Weißt du was? Neulich hat Oma doch tatsächlich Tauziehen gespielt. Und verloren. Verloren? Ja. Das ist in Ordnung. Naoko-san und ihre Familie kennen die Weisheit Hara-Hachibu, die zu Mäßigung und Verzicht beim Essen auffordert. Sie wissen, dass maßvolles Essen entscheidend zu einem gesünderen und längeren Leben beiträgt. Wenn es nur nicht immer so verlockend wäre. Prost! Man kann sich entscheiden, ob man mit der Familie wohnen will oder allein. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Aber in der Todesstunde, das ist kein schönes Wort, aber dennoch, in der Todesstunde entscheidet sich, ob es ein glückliches Leben war oder nicht. Ich glaube, wenn man bei seinem Tod mit der Familie zusammen sein kann, dann war es ein erfolgreiches Leben. Alle wissen, dass das stimmt. Aber nur wenige Leute führen ihr Leben auch danach. Es ist schwer zu realisieren. Für Koso-san ist heute ein besonderer Tag. Er bringt sein Kälbchen zur Auktion. Salz auf das Seil gestrichen, soll die Geister gütig stimmen. Als Kuhhalfter. Die Kuh ist wie ein Mensch für mich, weil ich mich ja die ganze Zeit jeden Tag voller Liebe um sie gekümmert habe. Deswegen möchte ich auch unbedingt, dass sie zu einem guten Menschen kommt. Ach,
8 Monate hat Gozo-san das Kalb gehegt. Jetzt wiegt es rund 300 Kilo. Nachher auf der Auktion soll es ihn mit einem guten Preis belohnen. Besonders schwere Arbeiten übernimmt Gozo-sans Schwiegersohn. Auch die Tochter hilft, wo sie kann. Heute will Setoko-san die fertig gewordenen Teile einer Sanshin-Gitarre zusammensetzen. 3 Wochen hat er daran gearbeitet. Die Bespannung des Klangkörpers war traditionell aus Schlangenhaut. Heute benutzt man bedruckten Stoff. Ich dachte eigentlich, ich würde 75 Jahre alt werden. Nun bin ich irgendwie ganz überrascht, dass ich über 100 bin. Ehrlich gesagt macht mir das ein bisschen Angst, der Gedanke, so lange zu leben. Aber ich bin der Gesellschaft auch dankbar. Es gibt so viele Menschen, die Mühsal haben auf der Welt. Wann ich sterbe, daran denke ich überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, wenn ich aus dem Jenseits gerufen werde, dann möchte ich einfach hingehen. Und ich habe allen gesagt, wenn ich sterbe, dann weint nicht, sondern seid fröhlich. Ich habe keine Reue und keinen Groll. Tomiyama-san ist auf dem Weg zu einer von ihrer Abteilung organisierten Feier zum Keiro no Hi, dem Fest der Alten. Sie erinnert sich an ihre Eltern. Zum Beispiel meine Eltern und die Eltern meines Mannes. Wir konnten sie in einer sehr schönen Weise verabschieden. In Zukunft haben die Jüngeren meiner Familie die gleiche Aufgabe, denke ich. Ich bin glücklich, dass ich so viele Abschiede erlebt habe. Ich glaube, wenn man sich bis zum Ende gut um seine Familie gekümmert hat, dann lebt man auch selbst ganz glücklich, wenn man alt wird. Der beste Weg, um glücklich alt zu werden, ist der,
sich um seine Familie und die Nächsten gut zu kümmern. Die Menschen wollen die Toten ihrer Familie in ihrer Nähe haben. Wer es sich leisten kann, baut eine prunkvolle Grabstätte, meist an der schönsten Stelle seines Landbesitzes. Ein buddhistischer Mönch weiht den Ort. Die Angehörigen überführen die Knochen ihrer Vorfahren in das neue Grab. Obwohl die Mehrheit der Menschen auf den Okinawa-Inseln Buddhisten sind, haben sich auch Elemente aus Naturreligionen gehalten. Ganz wichtig ist die Ahnenverehrung. Damit die Vorfahren im Jenseits auch genug Geld haben und es sich gut gehen lassen können, verbrennen die Hinterbliebenen gelbes Papier. Das symbolisiert das Geld des Jenseits. Der Bestattungsunternehmer ist bei allen Totenfeiern dabei. Auf Miyako leben viele über 90-Jährige. Beim Tod dieser alten Leute feiern wir ihre Beerdigung mit Dankbarkeit. Wir bereiten spezielle Speisen vor. Bei einer normalen Beerdigung darf alles nur in Schwarz und Weiß sein. Aber bei der Beerdigung über 90-Jähriger gibt es beispielsweise Manju, süße rosa Reisbällchen. Es wird nicht gerade getanzt, aber wir feiern gemeinsam und verabschieden uns. Wer 70 Jahre alt ist, hat alle 12 Tierkreiszeichen durchlebt und den Lebenskreis abgeschlossen, so der Glaube. Ab diesem Alter verdienen die Menschen besonderen Respekt. Heute ist ihr Tag. Bitte gehen Sie nach vorn durch. Nicht alle Alten haben Gefallen an diesen offiziellen Festlichkeiten. Manchen sind ihre Aufgaben wichtiger. Koso-san ist mit seinem Kalb inzwischen in der Auktionshalle angekommen. Er hat hier viele Freunde. Wie geht es mit deinen Beinen? Okay? Schiebst du noch jeden Tag die Karre? Wenn du so hart arbeitest, dann strengen wir uns auch weiter an. Vergiss mich nicht. Ich habe heute wieder ein Kalb hier. Bitte mach weiter und lebe lang. Mach's gut. Koso-sans Kalb hat die Startnummer 366. Ein bisschen nervös ist er auch nach so vielen Jahren noch. Ist der Verkaufspreis doch auch Barometer seines Zuchterfolgs.
Kososans Schwiegersohn führt das Kalb in den Ring. ¥601.000, knapp 4.000 Euro. Ein sehr guter Preis und eine große Anerkennung für Koso-san. Bei Mitsu-san hat eine junge Schülerin ihr erstes Stück fertig, einen Kimono-Gürtel. Mitsu-san zeigt ihr, wie man ihn abschneidet. 6 Wochen hat die Schülerin an dem Gürtelstoff gewebt. Der fertige Jofu ist ein kostbares Gut. 13 Meter, genug für einen Kimono, kosten im Großhandel 1.200.000 Yen. Das sind umgerechnet rund 9.000 Euro. Ich verdiene damit ja meinen Lebensunterhalt. Ich webe den Kimono, kann aber selbst keinen tragen. Wir hatten nie Geld übrig. Deswegen konnte ich mir das nicht leisten. Wenn ich es mir hätte leisten können, dann hätte ich gern einen gehabt. Immer wenn ich einen fertig hatte, habe ich ihn verkauft. Sonst hätte ich ja nicht zum Leben gehabt. Für mich konnte ich keinen behalten. Nach der Schule will ich weben. Ja, okay. Also, wenn du so alt wirst, dann hilft dir ein Handwerk wirklich. So etwas zu haben, ist wichtig. Mir macht das außerdem großen Spaß. Aber es ist hart. Der Beruf ist sehr schwer, aber Arbeit zu haben, ist etwas Frohes. Ich freue mich, diese Arbeit zu haben. Wenn man nichts macht und sich langweilt, das ist schlecht. Ich bekomme keinen Alzheimer, weil ich diesen Job habe. Deswegen, egal welche Arbeit du machst, bitte mach etwas nach deiner Schule. Vielleicht möchte ich nach der Schule wirklich gern weben. Möchtest du weben? Dann bringe ich es dir bei. Naja, wenn ich gesund bleibe, weil ich doch schon so alt bin. Ich bin doch schon über 90. Deswegen bringe ich es lieber deiner Oma bei. Dann kannst du es von ihr lernen. Thank you.
Ich muss den jungen Leuten so viel beibringen, das ist eine schwere Verantwortung. Deswegen bete ich zu Gott, dass ich es noch schaffe. Ich gehe.